Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe und auch wieder mal ein herzliches Willkommen zu Türchen Nummer 10. Und zwar werden wir heute eine Gutscheinkarte basteln, denn ich finde es immer wahnsinnig anstrengend, Gutscheine zu verschenken, da ich diese Verpackungen mit diesen kleinen quadratischen Umschlägen ganz furchtbar finde. Und deswegen werden wir uns da heute selber Abhilfe schaffen. Und das ist eine Gutscheinkarte, die ich schon sehr, sehr oft gebastelt habe und ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen und ja, würde sagen, wir starten mal durch. Zuallererst brauchen wir ein Stückchen Papier und dieses Papier ist ein Motivpapier, das war aus einem der damaligen Blöcken von Action. Also Weihnachtsblöcke aus dem letzten Jahr. Und das hat die Maße auf der kurzen Seite 14,8 und auf der langen Seite sind es 27 cm. Ihr könnt euch das natürlich auf eure Bedürfnisse anpassen. Jederzeit, wenn ihr einmal, glaube ich, verstanden habt, wie es funktioniert, dann sollte es eigentlich selbsterklärend sein. Was wir brauchen, ist ein Falz- und Schneidebrett oder, so wie ich jetzt hier habe, ein Falzbrett und ich schiebe euch wieder hoch, dass ihr seht, was ich tue. Also, wir falzen nur auf der langen Seite, die kurze Seite berühren wir quasi gar nicht, sondern wirklich nur die lange. Ich nehme hier mein Falz- und Schneidebrett, was ich viel zu selten nutze und mir jetzt wieder zur Aufgabe gemacht habe, mehr zu nutzen und ich liebe es. Ich weiß nicht, warum ich es nicht mehr hergenommen habe. Und alle Maße schreibe ich euch wieder unten in die Videobeschreibung rein. Ihr müsst nicht mitschreiben. Also, wir falzen einmal bei 10 cm. Hoppala, jetzt bin ich verrutscht. Macht aber nichts. Dann falzen wir bei 13,5 cm. Wir falzen bei 17. Und es hat sich jetzt so angehört, als würde da noch was kommen. Es kommt aber nichts mehr. Das war's mit dem Falzen. Das heißt, ich kann jetzt mein Falzbrett wieder weglegen. Und wir falzen einmal die Linien nach. Falls jetzt irgendwas nicht zu 100% passen sollte, habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, das nachzufalzen. Na, also hier könnt ihr nochmal ein bisschen korrigieren. Und die beiden äußeren könnt ihr nach innen falten oder falzen in dem Fall. Und diese mittlere hier, die muss nach oben gefalzt werden, also zur Mitte hin. Na? Ich zeige es euch gleich von oben, wie es aussieht. Sieht jetzt aus wie ein M oder ein W, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist. So, von außen ist die Karte jetzt erstmal relativ unspektakulär. Also, das hat jetzt mit einem ganz normalen Sternchen-Design. Das könnt ihr aber dann noch verzieren, wie ihr mögt. Ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht. Und zwar klappen wir uns die jetzt einmal auf. Und ich hoffe, ihr seht jetzt die Falzlinien ein bisschen zumindest. Also, hier ist eine Falzlinie, hier ist eine Falzlinie und hier ist eine Falzlinie. Und wir gehen jetzt ganz am Rand von diesen Falzlinien lang und kleben das zusammen. Also, hier kommt die erste Falzlinie bei den 10 cm. Da gebe ich oben einen dünnen Strich Kleber und auch an der Seite einen dünnen Strich Kleber. Wenn wir uns das umdrehen, könnt ihr das genau dasselbe Spiel machen. Das heißt, wir gehen oben an der 10 cm Lasche, geben wir Kleber auf und ziehen das jetzt auch hier runter. So. In der Mitte bringt ihr bitte keinen Kleber auf. Und dann machen wir jetzt nichts anderes, wie dass wir uns diese beiden Seiten einmal zusammenlegen. Na, also ihr drückt diese mittlere Lasche quasi einmal zusammen. Ich verschließe nur gerade einmal meinen Kleber. So. Ihr könnt auch noch mal schön mit dem Falzbein drüber gehen, dass das wirklich alles gut zusammenhält. Dreht euch das um. Hier sind jetzt ein paar Kleberreste. Die nehmen wir uns mal gerade weg. Auch hier einmal gescheit drüber und hier in der Mitte auch einmal feste drüber gehen.
So, das Endresultat von dem Ganzen ist, dass ich das Ganze jetzt hier quasi aufstellen kann. Also das ist so eine, ja, Aufstellkarte. Wenn die dann sich öffnet, dann klappt das hier quasi nach oben. Und wir wollen das jetzt noch ver, ja, wie soll man es jetzt betiteln? Wir wollen da ein Loch reinstanzen, wo dann letztendlich der Gutschein reinkommt. Und jetzt müsst ihr euch ausrechnen, wie groß so ein Gutschein ist. Dementsprechend müsst ihr dann eine Stanzschablone wählen oder ihr schneidet einfach ein Loch rein. Das funktioniert auch. Ihr könnt auch, bevor ihr das zusammenklebt, könnt ihr hier einmal diesen Falz quasi aufschneiden und könnt dann da den Gutschein reinlegen oder reinstecken. Bei mir wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass ich eine Standschalone nehme. Ich gehe nur davon aus, dass es noch eine Nummer größer sein muss. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal noch die zwei größeren Varianten einmal zur Hand. Und ich glaube, ich entscheide mich sogar für die ganz große. Denn ich möchte hier nur so ein kleines Loch reinstanzen und da muss halt die Karte irgendwie Platz haben. So, also ihr müsst gucken, ne, wie groß ist eure Gutscheinkarte. Gibt ja unterschiedliche Größen, nicht nur in Kartenform. Und dann stanzt ihr euch ein Loch rein. Ich mache es tatsächlich ein Dutterli größer, damit das mit dem Einstecken leichter funktioniert. Ihr könnt das Ganze mit Designpapier vorher auskleiden und dann erst ausstanzen. Das funktioniert auch sehr gut. Ich hole euch mal wieder näher zu mir. Ich muss ja so vollkommen übergedehnt auf meinem Basteltisch liegen. Genau, ich mache in der Mitte kein Designpapier drauf. Das heißt, ich mache nur auf den Seiten dann noch Papier drauf. Und ja, jetzt würde ich sagen, lasse ich das mal kurz auf meine Stanzmaschine durch. Schaut, dass ihr ungefähr denselben Abstand habt, hier links und rechts. Passt da ein bisschen auf und passt auf, dass ihr nicht in eure Klebelasche rein schneidet. Genau, also hier unten und hier an der Seite haben wir ja geklebt. So, und das werde ich jetzt einmal ganz kurz machen und dann sehen wir uns gleich wieder mit der, ja, Gestaltung von dem Ganzen. So, da Lotti. Also, ich habe für mein Design einmal mir einen Stern und das Merry Christmas. Ausgestanzt habe ich das aus dem Restpapier, das ich noch von Türchen 3 übrig hatte. Also, wen es interessiert, wie man diesen coolen Look hinbekommt, Türchen 3 anschauen. So, die Gutscheinkarte ist jetzt soweit fertig. Also, hier, ich habe jetzt einfach ein Stück schwarzes Papier genommen, das ich jetzt hier reingetan habe, also sozusagen zu Demonstrationszwecken für euch. Und wir werden jetzt sowohl innen wie auch außen das Ganze verschönern. Für innen, da schieben wir jetzt das mal auf die Seite, habe ich mir auch wieder was aus dem letzten Jahr rausgesucht und werde von denen hier welche nehmen, weil das sind quasi vorgefertigte. Ich hole euch ein Stückchen höher. Vorgefertigte Tags oder Kärtchen, die man eigentlich so wie sie sind nehmen kann. Und die werden wir jetzt auch benutzen. Da habe ich jetzt ein bisschen von der anderen weggeschnitten. Das macht aber gar nichts. Das werden wir wieder korrigieren. Wir müssen sowieso etwas zuschneiden, denn die haben jetzt die Maße. Lasst mich einmal kurz gucken. 15, und ein bisschen was auf 10. Das wird sogar passen. Das heißt, wir müssen sie von der Länge her etwas zuschneiden. Und dann nehme ich jetzt hier gleich mal, also ich werde das hier nehmen und nehme jetzt hier gleich mal ordentlich was weg. Das dürfte jetzt eigentlich passen. Lass mich mal gucken. Genau, also von der Höhe her müssen wir noch ein Stückerl wegnehmen. Das kriegen wir aber hin. Das mache ich jetzt einfach nach Gefühl, was ich glaube, was da noch weggehört, dass es schön passt, ne? Also hier, das passt einmal ganz gut. Und dann möchte ich gerne die hier haben, weil die finde ich total niedlich. Ich liebe diese Gnome. Finde ich toll. Ich liebe sie. So. Und da schneiden wir das jetzt einfach einmal zu. Ich mache das jetzt echt nach Gefühl und probiere immer wieder aus, ob es schon passt. Und
Da muss noch ein Stückchen weg. Das schneiden wir von der anderen Seite einmal runter. Und dann sollte das jetzt passen. So, ich werde jetzt hier einmal die Ecken abrunden. Mit meinen Ecken runder. Oder machen wir es anders? Wir können es auch anders machen. Also wir haben die Möglichkeit, die Ecken abzurunden oder die Ecken so zu machen, wie es hier vorgezeigt wird. Aber ich glaube, ich runde die Ecken einfach nur ab. Und ich mache das diagonal. Was heißt, wir haben zwei spitze Ecken, zwei runde Ecken. Genauso mache ich das jetzt hier auch. Also ich mache jetzt hier einmal eine runde Ecke, gehe diagonal hin und mache noch eine runde Ecke. Und dann kleben wir das Ganze auch schon einmal ein. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Kleber hingerollt ist, hier. So. Zwar möchte ich den Schriftzug gerne unten haben, damit ich unten was reinschreiben kann. Na, also ihr seht, ihr könnt auch tatsächlich Sachen hernehmen, die ihr noch von letzten Weihnachten übrig habt. Ich finde das immer gut, wenn Sachen verbraucht werden und nicht ewig rumliegen, auch wenn man ja teilweise die Angst hat, wenn es weg ist, dann ist es halt weg. Ich kenne diese Angst selbst. Ihr seid nicht alleine, ich kenne die Angst selber. So. Und dann wollen wir das Ganze noch dekorieren auf der Vorderseite. Dafür habe ich mir ja hier diesen einen Stern ausgestanzt. Der ist übrigens vorne glänzend, hinten ist er matt, also da ist nur das Papier. Wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, seht ihr in Türchen Nummer 3. Da basteln wir nämlich ein schönes Geschenkset. Und ich klebe den jetzt hier eben auf. Da war noch ein Teil. Und gehe wieder hier punktend vor. Da habe ich jetzt nicht mal mein doppelseitiges Klebeband nehmen können, um daraus dann gleich ein klebriges Merry Christmas zu machen. Für diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ich meine, dass diese Kleberolle. Ich zeige es euch nochmal, die hier. Ne? Also die nutze ich ja mittlerweile sehr häufig. So. Und auch auf das Christmas machen wir das jetzt noch drauf. Dadurch, dass es jetzt Ton in Ton ist, finde ich das ganz schön und sehr schlicht. Das darf es auch mal sein. Die Karte kriegt nämlich meine Oma. Denn die ist bei einem Friseur, der so Geschenkgutscheine, Geschenkkarten anbietet. Und die passt da jetzt perfekt rein. Und die kriegt die zu Weihnachten, weil die einfach gerne Friseurgutscheine bekommt. Von dem her geht diese Karte dann an meine Oma. So. Und dann haben wir hier dieses wunderschöne, coole Design, wie ich finde. Haben hier die Möglichkeit, noch persönliche Zeilen zu schreiben. Hier unsere Gutscheinkarte quasi drin stecken. Und hier noch einen netten Spruch. So, dann haben wir Türchen Nummer 10 abgearbeitet. Jetzt habe ich kurz mal überlegt, welches Datum wir heute haben, aber es ist Türchen Nummer 10. Haben wir dann somit abgearbeitet. Und wie ich finde, eine ganz coole Karte. Das ist jetzt nichts wunderbares Neues, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man es dann ausgestaltet. Und ich finde es echt schön mit diesem Goldrot und auch den verwendeten Materialien aus dem letzten Jahr. Finde ich, ist das eine klasse Kombination. Dürft ihr gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Und dann haben wir Türchen Nummer 10 auch schon fertig. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne. Und wir sehen uns morgen schon wieder zu Türchen Nummer 11. Es nimmt kein Ende, ne? Also sind noch ein paar vor uns. Also, bis morgen. Macht es gut. Ciao.